Ja, dann begrüße ich Sie alle recht herzlich zu unserer Pressekonferenz vor dem Spiel am Samstag um 19 Uhr hier in der Arena gegen den GBD Minden. Ich begrüße unseren Geschäftsführer René Selke und unseren Cheftrainer Robert Andersson und Jonas Link. Und wie immer bitte ich unseren Cheftrainer, einen Blick auf den Gegner aus Ostwestfalen zu richten. Ja, ich glaube, das wird ein ähnliches Spiel gegen Minden wie gegen Stuttgart, glaube ich. Vielleicht ein bisschen anders für uns, weil ich finde, wir sind jetzt kleine Favoritenrolle. Das war lange her. Aber die wollen wir annehmen. Wir spielen zu Hause. Wir haben sehr viele Siege hintereinander. Aber wir wissen natürlich auch, wir müssen genauso ein gutes Spiel machen wie gegen Stuttgart, um überhaupt eine Chance zu haben. Ähnlichkeiten, finde ich, ist da. Minden hat gleiches System von Appe her, finde ich. Vielleicht noch ein bisschen offensiver und auch individuell bessere Abwehrspieler in Järnemühr und Koslina, glaube ich, heißt er. So, das wird eine schwierige Aufgabe für uns im Angriff, die wir lösen müssen. Das heißt, wir müssen da eine richtig gute Leistung machen, um überhaupt Tore zu machen. Wir müssen auch sehr viele einfache Tore machen. Das wird das Leben ein bisschen einfacher machen. Minden im Angriff finde ich auch Ähnlichkeiten, nur auf der anderen Seite. Halt Mitte und Rückraum rechts ist ihre Stärke. Klar, man darf die Junge auf Rückraum links nicht unterschätzen, aber so viele Ähnlichkeiten wie gegen Stuttgart. Aber ich finde, wir haben da super Leistung, super Spiel gemacht und da wollen wir anknüpfen und kommen wir in der Nähe von dieser Leistung, haben wir auch gegen Minden eine sehr gute Chance, finde ich. Danke dir, Robert. René, der Vorverkauf läuft ja sehr gut, wenn man das so zusammenfassen kann. Mit was dürfen wir denn rechnen am Samstag? Ja, also auf jeden Fall mit einer vollen Hütte. Ich denke, wir werden mit weit über 5000 Zuschauern im Rücken dieses wichtige Spiel angehen können. Zum Sportlichen hat Robert ja, glaube ich, alles gesagt. Natürlich haben wir gegen Minden noch was gut zu machen. Ich glaube, alle können sich an das Hinspiel erinnern, wo Dalibor Doda uns in der letzten Sekunde noch einen eingeschenkt hat und wir dann leider ohne Punkte nach Hause fahren mussten. Das tat natürlich weh. Eine ähnliche Situation hat der Kamerad weiter links vor ein paar Wochen Hannover-Burgdorf zugeführt, wo er in der letzten Sekunde den Siegtreffer geschossen hat. Das wünschen wir uns natürlich für das Spiel am Samstag auch. Ganz klar, wir wollen die Siegesserie, die wir jetzt schon bestritten haben, weiter fortsetzen und das Selbstvertrauen, was wir haben, auch weiter ausbauen. Allerdings ist Minden eine sehr gefährliche Mannschaft, die schwer ausrechenbar ist. An einem guten Tag werden sie uns das Leben sehr, sehr schwer machen. Deswegen müssen wir auch da wirklich sehr konzentriert sein, um gegen so einen Gegner auch wirklich die Punkte einfahren zu können. Aber ich glaube, mit so einer Kulisse im Rücken werden wir eine gute Chance haben, das Spiel zu gewinnen. Und ja, ich freue mich auf ein weiteres Fest hier in Nürnberg. Danke, René. Jonas, jetzt ist in der letzten Woche viel über diese letzte Viertelstunde des HC Erlangen gesprochen worden. Was glaubst du denn aus deiner Sicht, was euch in dieser letzten Viertelstunde so stark macht? Die letzte Viertelstunde, ich würde sagen, das ist ganz aktuell auch teilweise einfach nur unser Selbstvertrauen ist, das uns da hilft, die Ruhe zu bewahren, die Spielzüge auf den Punkt zu spielen und dann da klare Sachen zu spielen. Und zum anderen ist natürlich dann auch immer unsere Vorbereitung, unsere körperliche Fitness, die uns dann hilft, eben am Ende des Spiels dann nochmal einen draufsetzen zu können. Und ja, das sind, glaube ich, so die zwei Hauptfaktoren. Und natürlich kommt auch hinzu, dass wir noch über eine ganz gute Bank verfügen und auch inzwischen etwas mehr durchwechseln können. Und ja, das hilft uns sicherlich da auch ein bisschen. Danke, Jonas. Zeit für Ihre Fragen. Bitte kurzes Handzeichen und dann das Mikro greifen. Philipp Rosa, Nürnberger Zeitung. Robert, Jonas hat gerade die gute Bank angesprochen. In Stuttgart hast du aber trotzdem nur mit drei Wechseln gespielt. Mit drei? Wechseln. Also drei Mann hast du draußen gelassen, die gar nicht gespielt haben. Kann sein, ja. Aber wir haben viel durchgewechselt. Jeder hat
so 15-15 auch Positionen gespielt, sodass ich glaube, das war wie die letzten Spiele auch, glaube ich, ganz, glaube, ja, kann sein, dass drei nicht gespielt haben. Jeder hat auf jeden Fall Kraft gehabt zum Schluss. Christoph Benisch, Nürnberger Nachrichten. Jonas, wir haben über das Selbstbewusstsein gerade gesprochen. Kannst du mal erzählen, wie es aus Sicht von einem Spieler ist, wenn du vergleichst die Spiele, die ersten in der Bundesliga jetzt in der Saison und jetzt die letzten sozusagen, wie sich das als Spieler auswirkt auf dem Platz, diese Sicherheit zu haben, diese Ruhe zu haben? Also ich sag mal jetzt ganz am Anfang der Saison, da ist natürlich immer noch für alle Spieler, alle Mannschaften ein bisschen ungewiss, wo man steht, gerade wenn man wie wir in eine neue Liga aufsteigt und ja, man, das ist am Anfang dann vielleicht auch ein bisschen ein Abtasten, schauen, wo man steht, wie gut sind die anderen wirklich, wie gut ist man selber. Und ja, wir haben eine gute Hinrunde gespielt, haben dann auch wieder konzentriert weitergearbeitet in der Wintervorbereitung und ja, haben jetzt schon ein gewisses Selbstverständnis, was wir können und was wir auf die Platte bringen. Nochmal Robert, es ist ja ein wegweisendes Spiel im Abstiegskampf. Sind alle Mann an Bord? Pavel ist ein bisschen krank. Wir gucken bis Samstag, wie das aussieht. Aber ich glaube, der kann spielen. Aber sonst sind alle an Bord, ja. Wir haben gerade vom Kollegen gehört, es wird ja immer noch vom Abstiegskampf gesprochen. Jonas, ist das ernst zu nehmen? Ihr seid ja jetzt nochmal einen Platz geklettert, das steht auf Rang 7 als Aufsteiger. Ist das albern noch, wenn man sich da davor stellt und sagt, ja Leute, ist es Abstiegskampf? Wenn man es ganz nüchtern betrachtet, haben wir jetzt 22 Punkte. Vor zwei Jahren sind wir mit 23 abgestiegen. Von daher sollten das schon alle noch ernst nehmen, dass es, solange es rechnerisch möglich ist, auf jeden Fall unser Ziel ist. Die letzte Viertelstunde in Stuttgart war beeindruckend. Zuvor hat nicht alles funktioniert, ein bisschen. Wo müsst ihr euch noch verbessern, wenn du das Stuttgarter Spiel hernimmst, Robert? Was hat dir da nicht gefallen in dem Spiel? Finde ich überhaupt nicht so, wenn man das Spiel gesehen hat. Ich fand, wir haben über 60 Minuten ein sehr gutes, tolles Spiel gemacht. Wir haben das Spiel bestimmt, gesteuert, finde ich, spielerisch, als auch Mannschaft. Wir liegen nur mit einem Tor hinten in Halbzeit. Wir haben nur einen gehaltenen Ball in Halbzeit. Liegen nur mit einem Tor hinten. Das ist fantastisch gut. Und wir gewinnen das Spiel mit drei, auch mit sechs. Wir haben ein paar gehaltene Bälle in zweiter Halbzeit. Die haben 12, 13, wir 6, 7. Über 60 Minuten war das von uns eine hervorragende Leistung. Natürlich war die letzte 10 noch ein Stück dazu, weil da haben wir, jedes Spielzug hat funktioniert, was wir wollten. Wir haben Zweikämpfe gewonnen, in die Tiefe gegangen, direkt da Tore gemacht, wo wir wollten. Wir haben diese 7 gegen 6 sofort bestraft. So, da ist natürlich noch eine Stufe über alles, aber insgesamt fand ich unser Spiel über 60 Minuten hervorragend. Wie viel Potenzial ist denn da noch in der Mannschaft? War das ganz nah am Limit, diese letzten 10 Minuten? Wenn man das von Konzept und so auf den Punkt spielt, war das sehr, sehr gut. Hinten wie vorne, finde ich. Aber wir verbessern uns immer und diese Weiterentwicklung ist immer da und das macht Spaß, wenn man unsere Spiele vor 2, 3 Monaten guckt und von heute, das ist ja sehr großer Unterschied und das macht Spaß und da wollen wir weiterarbeiten und uns weiterentwickeln. Jonas, diese Entwicklung, ist sie nur darauf zurückzuführen, dass man jetzt die Lockerheit hat, dass man nicht mehr immer dran denken muss, dass man die Punkte braucht, so wie Stuttgart? Die hat das ja offensichtlich ein bisschen gehemmt. Ist das der Hauptgrund oder woran machst du das fest? Ja, wie du sagst, diese Ruhe und Sicherheit, die man ein Stück weit jetzt gewonnen hat, eben durch unser Punktepolster, die hilft vielleicht gerade in hektischen Situationen, da nochmal Ruhe zu bewahren, aber
Es ist schon so, dass wir jeden Tag daran arbeiten, Kleinigkeiten zu verbessern, die vielleicht auch von außen nicht sofort auffallen, aber da passiert ganz, ganz viel jeden Tag. Gibt es weitere Fragen? Philipp Rosa. Der letzte noch. Der Herr Doder hat euch ja da doch noch, wie der René gesagt hat, schön einen eingeschenkt. Stellt ihr euch auf ihn noch intensiver ein oder war das einfach aus der Situation raus? Du meinst die letzten 10 Sekunden? Ja, da machen ein paar Spieler oder zwei zu viele Fehler, aber das ist in diese, genau wie wir gegen Hannover, diese letzten 15 Sekunden, da geht so viel durch den Kopf. Und so ein Spieler wie Dadu kann alles machen, das wissen wir. Aber klar, wenn noch so eine letzte 5 bis 10 Sekunden kommt, dann müssen wir darauf aufpassen, dass der will diese Sachen scheinen und besser vorbereitet sein, auf jeden Fall. Wenn keine weiteren Fragen sind, dann bedanke ich mich fürs Kommen und wir sehen uns dann alle am Samstag um 19 Uhr gegen GBD Minden hier in der Arena wieder. Vielen Dank. Tschüss.